Das ist unsere Klinik und das ist meine Couch. Das ist meine EKG-Messanzeige und das ist mein Patiententausch. Yeah. Da ist meine Sache, die man so an den Ding dranhängt und da ist nochmal eine rote Dose. Da haben wir nochmal ein paar Werkzeuge und das hier ist meine Hose. Ja, ich weiß, das war nicht der beste Reim, den wir jemals hatten, aber dafür sind wir jetzt wieder zurück und retten wieder die Leben von verschiedenen Früchten und Gemüsesorten. Ihr habt mir auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass ihr auf jeden Fall viel mehr von diesem Gemüse sehen wollt und wir haben jetzt nur noch 25 Dollar, weil inzwischen sind wir ein wenig arm geworden. Dementsprechend gehen wir wieder zurück an unsere Arbeit und haben hier wieder eine kleine Tomate und ihr seht es, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir müssen da jetzt wieder mit dem Finger drauf gehen und den Pickel rausdrücken. Ah! Und dann haben wir das erstmal fertig und müssen uns jetzt nochmal ein bisschen damit beschäftigen, wen wir da haben. In der letzten Folge hatten wir dasselbe Level, deswegen rushen wir das nochmal durch, denn tatsächlich wiederholt sich das Level hier komischerweise. Ist aber nicht schlimm, denn letztes Mal haben wir ihn schon gerettet, also schaffen wir es auch ein zweites Mal und jetzt holen wir uns nochmal ganz gewieft hier diese kleinen Zacken raus und das Ding ist gerettet. Level 16 ist geschafft und 750 Dollar gehen direkt auf unsere Bank. Dafür können wir uns jetzt ein bisschen mehr unsere Station ausbauen, denn jetzt haben wir nochmal ein größeres Regal. Das ist uns wichtig, denn wir müssen unsere Kunden immer retten. Och, mein Armer, der hat da wieder so einen dreckigen Bauch, ne? Okay, also erstmal machen wir deinen Bauch sauber, Kumpel. Kein Problem. Hey, guck nicht so mürrisch. Du sollst nicht so mürrisch gucken. Ich reibe dir gerade hier deinen Bauch und du machst hier richtig Faxen oder was? So, oh, jetzt, ah, da bist du, aha, aha. Beim Messer willst du aber nicht, oder wie? Oh, oh! Eine Babykarotte. Komm, holen wir sie raus, die gute Babykarotte. So, und dann machen wir das gute Ding hier wieder zu. Opa! Und zum guten allerletzt kriegt er sogar noch ein karottenfarbiges Pflaster drauf. Hey, sieht richtig cool aus. Da haben wir mal wieder... Oh, Junge, 950 Dollaronis? Das geht in die Station. So, hä? Das Gerät hat sich kaum verändert. Ich habe dafür halt gerade 500 Dollar bezahlt. Na gut, holen wir uns lieber Furniture. Oh, ein neuer Schreibtisch. Sehr lässig. Okay, dann können wir weitergehen. Oh. Oh, da wird mir ein bisschen schlecht. Was ist das denn? Was ist da denn passiert? Der Arme. Wir brauchen hier erstmal ganz besonders Desinfektionsmittel. Oh, da gehen die Pilze kaum weg. Boah, was hast du denn gemacht, dass du so viele Pilze da drauf hast? Was ist dieser komische gelbe Schleim? Ist das etwa ein Virus, den du dir da eingefangen hast? So, warte. Wir rasieren dir hier erstmal deine Plauze. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da einfach mal ein bisschen reinstechen. Wuppa! Einfach wieder die Farbe reingestochen. Wir haben ihm echt einfach gerade so wie Farbe gespritzt, gell? Level 18 ist completed. Und dafür können wir uns jetzt wieder Furniture kaufen. Oh yeah. Oh, Alter, voll das große Sofa. Und natürlich unser Dekor können wir mal wieder upgraden, ne? Jetzt haben wir eine Melonenuhr. Lässig. Und nochmal Upgrade. Was wird geupgradet? Oh, Junge, unser erster Teppich. Das ist mal eine richtige... Ey, aber ich muss sagen, das Wohnzimmer inzwischen, ne, sieht gar nicht mal so übel aus. Ich möchte auf jeden Fall... Können wir vielleicht auch die Wandfarbe anpassen? Nee, leider nicht. Gut, gehen wir weiter. Haben wir wieder eine Gürk. Okay, die Gürk muss hier wieder... Eieieiei, raus mit dir, du Wurm. Uiuiui, wie hast du dir nur diesen Wurm eingefangen? So, jetzt scannen wir mal durch, was er da drin hat. Würmer im Hirn. Hirn hat er keins. Okay, es sind auf jeden Fall nur die Würmer. Wir schneiden auf, Kumpel. Tut mir leid. So, saugen die Situation hier raus. Es sind diesmal sogar orangene Würmer. Normalerweise kennen wir nur die gelben, aber jetzt machen wir das Ding hier wieder zu. Und der braucht nicht, der ist so hart, der braucht nicht mal ein Pflaster, okay? So, wir gehen weiter. Oh, oh, ein VIP-Customer. Den können wir leider nicht nehmen, weil wir haben nämlich keine Werbung am Start. Wir können aber tatsächlich mal einen VIP-Customer probieren. Ich könnte mal kurz Werbung laden, aber dann hätten wir die ganze Zeit Werbung. Und ich glaube, wenn wir Skip VIP machen, kriegen wir auch sowas Neues. Aha! Okay, wir brauchen nicht mal die VIP-Kunden, ne? Denn die VIP-Kunden kommen danach nämlich auch. Deswegen schaut keine Werbung. Tidin! Okay, tap to play. So, was müssen wir hier machen? Oh Gott, der hat da wieder was drin. Die Erdbeere, nein! Okay, es sind ganz normale Würmer drin. Sind ganz normale Würmer drin. Okay. Es ist ein ganz normaler Kunde, so wie beim ersten Mal. Nur, dass es diesmal eine Erdbeere ist. Und der geht's jetzt gut. Hat ganz schön viele weiße Punkte. Er hätte vielleicht noch eine Spritze gegeben. So. Auf jeden Fall das Furniture updaten.
Oh, okay, jetzt haben wir sogar schon Stühle. Dekor updaten, neue Vorhänge und natürlich unsere Station updaten. Oh, wir haben sogar jetzt schon so ein Licht. Okay, so, wen haben wir denn da? Eine Honigmelone. Okay, erstmal raus mit diesem Wurm. So, dann müssen wir mal gucken, was wir da haben. Da müssen wir definitiv mit einer Spritze dran. Jetzt guck nicht so, das ist fast vorbei. Okay, und jetzt nochmal kurz aufschneiden. Ja, da sind wieder Würmer drin. Deswegen, die holen wir ganz geschwind raus und nähen das Ding hier zu. Alles klärchen, mein Guter. Alles gut, alles gut. So, wir sammeln uns gleich den nächsten Kunden. Ne? Was haben wir da? Wieder eine Situation mit Pilzen. Es ist eine Papaya diesmal, glaube ich. Das heißt, von innen dürfte die, glaube ich, sehr interessant aussehen. Wir müssen aber erstmal herausfinden. Aha, Pilzsporen sind hier und Pilzsporen sind da. Das heißt, die Papaya hat da wieder ein bisschen was zu verstecken. Sind es wieder... Aha, okay. Er hat tatsächlich diese schwarzen Punkte da drin. Die muss man ganz vorsichtig raussaugen. Alles gut. Und dann machen wir das Ding hier auch gleich wieder zu. So, damit es der Papaya auch gut geht. Ich bin mir, glaube ich, sogar relativ sicher. Ich würde mir vielleicht noch gerne eine Mango wünschen, weil ich so sehr Mango mag. Die sind so... Das sind schon eine der besten Früchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mango ist beste. Oha, 2400 Münzen. Furniture Update. Was kriegen wir da? Oh, ein kaktusförmiges Regal. Dekor Update. Eine Lampe für oben. Dekor Update. Einen Tisch, beziehungsweise einen, nicht ein Tisch, sondern ein Teppich. Wie lange habe ich das jetzt gemacht gerade? Oh Gott. Okay, das war's. Jetzt haben wir eine Orange. Okay. Meine kleine Orange, warum bist du hergekommen? Bei dir sieht man gar keinen Schaden. Wir schneiden direkt auf. Hast du ein Baby, eine Baby-Orange? Ja! Komm her, kleine Baby-Orange, wir holen dich da raus. Oh nein, er guckt so traurig. Okay, wir machen wieder zu, wir machen wieder zu. Oh, ja, 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 alles gut, alles gut. Und Pflaster oben drauf. Na, selbstverständlich. Es sieht aus wie ein Gürtel, gell? So, wie so ein kleiner Gürtel. So, weiter geht's. Dekor upgraden. Was kriegen wir? Hä? Ich habe gerade gar nicht gesehen, was da geändert hat. Aber ich glaube, wir haben eine Pflanze bekommen. Und dann nochmal Dekor updaten. Oh, ja. Yeah. Jetzt kriegen wir langsam Pflanzen rein. Cool. Okay. Oh. Okay. Das ist ein VIP-Customer. Okay, wir probieren Bonus plus 3000. Ich glaube, die sind nicht anders. Ich glaube, da ist alles gleich. Deswegen, wir probieren mal was anderes aus. Oh, was haben wir denn hier? Eine Pflaume? Ist das eine Pflaume oder ist das ein... Was ist das? Wir schauen mal rein. Wir müssen mal herausfinden. Oh, erstmal die Farbe wieder hergebracht. So. Und dann gucken wir mal rein in die Geschichte. Oh, okay. Ich glaube, es ist, glaube ich, eine Babypflaume, die wieder. Oh, die hat ja ganz, ganz kleine Pflaumen. So. Und dann können wir hier, zack, das Ding zumachen. Und diesen Sticker da drauf. Goodie. Complete Level 26. Okay. Dann haben wir hier nochmal Furniture. Juhu. Oh. Oh, ein ganz neuer Tisch. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Oh, eine Chili. Eine Chili. Okay, okay, okay. So, dann machen wir hier nochmal. So, ja, ja, ja. Guck mal, dem gefällt das gar nicht, dass ich seinen Bauch hier sauber mache. Hä? Irgendjemand muss es ja sauber machen. Kommt ja hier einfach so dreckig hier in meine Praxis. So, ja, ja, da guckst du jetzt, ne? Beim Saubermachen gefällt dir nicht, aber so ein Schnitt, der ist zack und weg. Oh nein, er hat auf sein Baby nicht aufgepasst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell alles wegsaugen. Guck mal, der hat sogar Körner bei sich drin. Und raus damit. So, und jetzt direkt wieder zumachen. Und happy. Schön, schön. So, das waren wieder 1000 Dollar. Junge, wir haben 1337 einfach an Geld. Elite. So. Das heißt, wir können jetzt auf Dekor gehen und uns eine neue Wandpendeluhr kaufen. Und das war's. Okay. Oh nein, was ist das denn? Ist das nicht eine Artischocke in krank? Oder ist das nicht vielleicht ist das nicht ein... Was ist das? Ein grüner Pilz? Was ist das für ein Gemüse? Wir müssen uns das genauer ansehen. Auf jeden Fall hat es einen Wurm. Huiuiuiui, schnell weg mit dem Wurm. Dann müssen wir auf jeden Fall hier noch was spritzen, aber ich weiß gar nicht wo. Ich glaube hier, bei der blauen Stelle da, oder? Müssen wir nicht da? Wo ist hier die kranke Stelle? Ach so, wir müssen die Blätter... Ah! Oh mein Gott, wir spritzen einfach die Blätter auf. Uiuiuiui. Aber was ist das hier überhaupt für ein Tier? So, wir schneiden mal auf. Oh nein, das sieht nicht gut aus.
hat sich tatsächlich ein wenig infiziert mit diesen komischen Dingern. So, und das nähen wir ihr gleich wieder zu. Alles klar. Uiuiuiui. Okay, um ganz ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was das für ein Gemüse ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es könnte vieles sein. Aber irgendwie auch nicht. Es hat irgendwie die Form von einem Pilz, aber irgendwie ist es grün und oben hat es Blätter. Es könnte alles sein. Naja. Wir könnten uns hier nochmal neue Furniture kaufen. Das heißt also, unser Regal wird jetzt zu einem Baum. Cool. Oh, wir sind bei Furniture auf Maximum Level. Okay, weiter geht's sogar gar nicht. Oh, ein Broccoli. Oh Gott, Broccoli. Warte mal, wir müssen dich absprühen. Och, komm her, mein Kleiner. Nee. Wie hast du dir nur so ein P... Oh, ich habe was ins Auge bekommen. Wie kann es sein, dass ich was ins Auge bekommen habe, wenn ich gar nichts gemacht habe? Okay. Wir drücken diesen Pickel jetzt aus. Okay, schnell, schnell, schnell und kurz. Igitt. Okay. Und jetzt das Ding aufschneiden. Tut mir leid, Kumpel. Schrei nicht so, schrei nicht so. Tut mir leid, Kumpel. So. Wir saugen das Zeug raus. Danach wird es dir besser gehen, Kleiner. Nicht gleich so grimmig gucken. Und zu das Ding. So. So. Ich finde es immer sehr stolz, dass manche von denen, die brauchen Pflaster und manche brauchen kein Pflaster. So. Dekor machen wir jetzt auf Max-Level, glaube ich. Unser. Oh, oder? Nee, wir haben immer noch nicht Dekor auf Max-Level. Deswegen müssen wir hier weitermachen. So. Okay. Ich würde sagen, zum Schluss machen wir jetzt einen VIP-Kunden. Ich stecke das Internet wieder an. Okay, 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 okay. Leute, Leute, Leute. Wir drücken auf Start, unser erster VIP-Kunde. Oh, und erstmal kommt eine Werbung. Ich habe es gewusst. Es ist so schlimm, diese App-Games. Also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, findet ihr nicht auch, dass diese Spiele viel zu viel Werbung drin haben? Jetzt mal wirklich ernst gemeint. Ich muss mir jetzt hier wieder eine Werbung angucken, die 30 Sekunden lang geht. Das ist ja mega. Also, ja. Ich weiß, die Apps müssen sich von irgendwas unterstützen, aber ich hasse das, dass man nach jeder Runde eine Werbung sieht. Oh, das ist wirklich schlimm. Okay, wir drücken aufs X und jetzt haben wir unseren einzigen VIP-Level. Okay, schauen wir mal, ob sich da was unterscheidet. So, gehen dahin, Bauch putzen, okay. Was? Oh mein Gott! Alter, ich habe für jedes... Warte mal, kommt jetzt wieder eine Werbung, wenn ich das Ding hier aufschneide? Geschafft, aber keine Werbung, ne? Okay, jetzt sauge ich das hier auf, okay. Und jetzt mache ich das wieder zu. So, okay. Und ein Pflaster oben drauf. Wow, das war's. Wir bekommen einfach nur mehr Geld. Da ist sogar gar nichts anderes. Oh mein Gott, ich bekomme viel zu viel Werbung. Okay, Leute, ich mache das aus. Ich mache das. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen, ich habe ausgemacht. Okay, Leute, wir sind jetzt für heute erstmal fertig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also, diese Spiele kann man mit Internet wirklich nicht spielen. Deswegen, falls ihr gerne ohne Werbung spielen wollt, macht immer entweder den Flugmodus rein, macht das Internet aus oder wie auch immer, weil manche Spiele sind wirklich nicht mehr spielbar mit so viel Werbung, wie die drin haben. Passt auf euch auf, Leute, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute, und ciao!